drei Punkte, die quasi sich herausstellen beim Aufbau von Franchise-Systemen, die sehr erfolgreiche Franchise-Geber super gut umgesetzt haben. Drei Punkte, die nicht so bekannt sind und meistens in einem Kontext nicht gesehen werden. Deswegen hier heute kurz dieses Video und ich versuche mal zu erläutern, was diese drei Punkte sind. Mein Name ist Jana Japs von den Franchise-Machern und zu mir kommen Unternehmer, die erfolgreich sind, mit der Frage, wie kriege ich mein Business, was jetzt schon erfolgreich läuft, denn eigentlich groß, skaliert. Das ist das, was wir unter Franchise-Systemaufbau verstehen. Erstens, Franchise-Systeme arbeiten so, dass man Menschen mit geringstmöglichen Ausbildungsstand in ihr Business integrieren bzw. onboarden kann. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern geringstmöglich heißt wirklich, ich sag mal, der Schüler bei Burger King oder bei McDonald's, der dort seine Ferienarbeit leistet und der soll jetzt dort genauso in diesem Store arbeiten, in derselben Qualität, das gleiche Business machen wie alle anderen und in kürzester Zeit eingearbeitet werden. McDonald's ist ja der größte Arbeitgeber für Schüler und Studenten in Amerika, statistisch, nachweislich. Und das ist also die große Kunst, hier diese jungen Leute, ich nehme das jetzt mal auch als Beispiel, um es zu verdeutlichen und versinnbildlichen, einzuarbeiten. Das heißt, der Schüler kommt zu Burger King oder zu McDonald's oder zu euch in euer Business. Und ich habe mal eine Story gehört in einem Unternehmernetzwerk. Da war ein Unternehmer, der wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich mache. Und dann meinte er, Mensch, ja, ich war mal als Schüler bei Burger King und habe dort gedacht, naja, wie werde ich jetzt eingearbeitet? Und dann haben die ihn genommen, haben ihn in einen separaten Raum gebracht, Kopfhörer aufgesetzt und damals noch mit Kassette bespielt. Und er hat also 2 Stunden in diesem Raum die Kassette gehört. Und danach kam er raus und war quasi mit den wichtigsten Infos, hatte er dann gelernt. Und dann konnte er loslegen und wurde halt noch an die Hand genommen und eingearbeitet. Und das meinte der junge Mann dann zu mir, Mensch Jana, ich habe verstanden, was du machst. Du bist die Kassette. Das meinen wir bei Franchise-Systemen mit geringstmöglicher Ausbildung. Also, wenn ihr skalieren wollt, ob nun als Franchise oder wie auch immer, solltet ihr immer als das große Ziel haben, wie kann ich Menschen onboarden, die jetzt nicht diese Ausbildung haben wie Experten? Ist ja auch ein wichtiges Thema heutzutage, immer wieder diese Schlagwörter wie Fachkräftemangel oder es gibt zu wenig Personal. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich für alle, die sich auch mit dem Thema Know-how-Dokumentation beschäftigen. Dann sind wir nämlich beim zweiten Punkt. Alle Franchise-Systeme, die erfolgreich sind, haben ihr Know-how und alle ihre Prozesse, ihre Werte, ihre Abläufe in den Stores oder auch in der Zentrale, die Zusammenarbeit zwischen Geschäft und Zentrale dokumentiert, digitalisiert in einer hoffentlich digitalen Geschäfts-Know-how-Sammlung oder wie wir auch in der Franchise-Sprache sagen, im Franchise-Handbuch. Das heißt, das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen mit geringstmöglicher Ausbildung richtig gut eingearbeitet werden können, indem man halt eine digitale Know-how-Sammlung zur Verfügung stellt. Der dritte und letzte wichtige Punkt ist, also was man damit sicherstellt, ist natürlich durchgängig eine richtig gute Qualität. Das ist ja der Sinn der Sache, dass man also in Berlin in ein Geschäft geht, in euer Business geht und den Wiedererkennungswert auch hat, wenn man in London oder am Bodensee oder auf der ganz anderen Seite der Welt in dasselbe Geschäft geht. Genau, der dritte Punkt ist Corporate Design. Also das ist wirklich die Verpackung eures Businesses, eure Farben, eure Schrifttypen, euer Wording. Alles, was ihr einmal festgelegt habt, solltet ihr durchgehend durch alles, ob das Kleidung ist, ob das Wandfarbe ist, ob das eure Speisekarten sind, in welchem Business auch immer, ob ihr Handtücher verwendet, überall sollte euer Corporate Design deutlich erkennbar sein, damit eben genau das über die ganze Welt auch getragen wird, beziehungsweise überall, wo man sich als Kunde befindet, ihr auch einen Wiedererkennungswert habt. Das sagt sich immer so leicht. Jeder denkt jetzt, ja, ist doch logisch, habe ich doch, alles klar. Aber wir haben ganz oft wirklich erfolgreiche Unternehmer, die eben noch nicht mal einen Farbcode haben oder eben geschweige denn einen Schrifttyp.
Also ihr könnt ja gerne hier mal in die Kommentare posten, ob ihr welche habt, Farbcode oder Schrifttyp oder auch beides, würde mich mal interessieren. Das ist nämlich, sagt sich immer so leicht und alle sprechen von Wiedererkennung und Corporate Identity, aber auch heute in 2022 ist das noch nicht so ausgeprägt. Also 3 Punkte, wie erfolgreiche Franchise-Systeme arbeiten oder wie du dein Produkt auf der ganzen Welt verkaufen kannst. Menschen müssen mit geringstmöglicher Ausbildung ongeboardet werden können, mit der Hilfe von digitalen Geschäfts-Know-how-Sammlungen, und du brauchst ein durchgehendes Corporate Design für dein Branding. Das sind die 3 Punkte, die ich dir ans Herz lege. Einfach mal drüber nachdenken. Wenn du Fragen hast zum Thema digitale Know-how-Sammlung, das ist ja immer so der größte Punkt, wo die meisten große Fragezeichen haben. Wie fange ich das an? Was muss da rein? Welche Menüstruktur? Wie tief muss ich die Dinge eigentlich erklären? Dann schau gerne auf unsere Webseite franchisemacher.de oder du findest hier unter diesem Video den Link zum kostenlosen Erstgespräch, zu dem du dich gerne anmelden kannst. Deine Jana.